Ich sitz im Wartezimmer hier seit Stunden schon herum und mein Rücken ist vom langen Warten sicher schon ganz krumm. Die anderen Patienten sind vor Langeweile schon tot. Bis ich drankomm, leuchtet mir von Ferne schon das Morgenrot. Seit Stunden blätter ich schon im Profil vom Jahresschnee. In- und auswendig kann ich schon den Bericht vom KHG. Ich bin schon ganz verzweifelt und den Tränen schon sehr nah. Da öffnet sich die Türe und der Arzt ist endlich da. Beim Nervenarzt liegen die Nerven blank, denn seine Patienten sind nervenkrank. Der Nervenarzt findet weder Rast noch Ruhe, die Nerven der Patienten kommen stets hinzu. Der Arzt spricht mich an und fragt mich schnell nach meinem Leid. Ich setz an zum Erzählen, da meint er hat keine Zeit. Ich seh's an ihrer Nasenspitze, sie sind depressiv. Mit diesem Pulver bring ich sie ganz schnell aus ihrem Tief. Am Morgen zwei, am Abend zwei und schon sind sie gesund. Der nächste bitte, denn ich muss zum Golf in einer Stunde. Nach zwei Minuten bin ich wieder in dem Wartesaal. Die Assistentin nickt mir zu und meint bis nächstes Mal. Beim Nervenarzt liegen die Nerven blank, denn seine Patienten sind nervenkrank. Der Nervenarzt findet weder Rast noch Ruhe, die Nerven der Patienten kommen stets hinzu. Plötzlich stehe ich wieder auf der Straße vor dem Tor. Ich starr auf mein Rezept und bin so klug als wie zuvor. Denn eigentlich wollte ich ja nur vom Arzt an Krankenstand. Denn heute Abend feiern wir und dann bin ich am Sand. Und nicht mehr fähig, morgen früh zur Arbeit loszuziehen. Da bin ich tot, da bin ich hin, das macht ja keinen Sinn. Und jetzt hab ich ein scheiß Rezept und keinen Krankenstand. Das nächste Mal stell ich den Doktor einfach an die Wand. Im Nervenarzt liegen die Nerven blank, und seine Patienten sind nervenkrank. Der Nervenarzt findet weder Rast noch Ruhe, die Nerven der Patienten kommen stets hinzu. Im Nervenarzt liegen die Nerven blank, denn seine Patienten sind nervenkrank. Der Nervenarzt findet weder Rast noch Ruhe, die Nerven der Patienten kommen stets hinzu. Im Nervenarzt liegen die Nerven blank, denn seine Patienten sind nervenkrank. Der Nervenarzt findet weder Rast noch Ruhe, die Nerven der Patienten kommen stets hinzu.